Hallo und willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Yep. So, ich werde jetzt mal mit dieser Eispistole spielen. Oh, die sieht echt geil aus. Diese Mondsteinwaffe. Der Quarantänebereich ist abgeriegelt. Du musst zu den Wartungstunnels und ein paar Arbeiterbots losschicken, damit sie den Zugang öffnen. Glaubst du, das schaffst du? Zuversichtlich bin ich nicht. Du brauchst nur ein paar Knöpfe zu drücken, sonst nichts. Das Ganze ist so einfach, dass sogar mein hirntoter Neffe es könnte und dessen Lieblings-Echo-Sendung ist die Big Explosion-Hypothese. Aber du schaffst es schon irgendwie, es zu vermasseln. Okay, das sind Gegner, aber ich feuer. Der erste Knopf aktiviert die Atmosphärensicherung. Die ist nötig, damit wir, falls du drauf gehst, jemanden schicken können, der kein Idiot ist und nicht versagt. Wir rücken vor. Der zweite Knopf versiegelt die Türen und verhindert, dass du den Rest der Station in Gefahr bringst und ihren Sauerstoff verbrauchst. Atmen ist ein Privileg, kein Recht. Alles klar. Der dritte Knopf öffnet Zugangstüren zu den Aufbauten. Dadurch kann natürlich auch die Atmosphäre entweichen und das heißt, du hast nicht viel Zeit, um die Bots loszuschicken, ehe die Sicherung reagiert. So würde alles resettet. Oder du erstickst. Letzteres wäre lustiger. Und zuletzt, um die Atmosphäre wiederherzustellen, musst du die Kraftfelder für jedes Zugangsportal aktivieren und die Luft am Entweichen hindern. Hast du das alles verstanden? Oder habe ich zu lange Wörter benutzt? An die Arbeit. Ich hoffe, du hast es dir gemerkt. Ich mich regt es auf, dass du die ganze Zeit weiterrennst. Ganzer Korridor voller Gegner. Du läufst einfach weiter. Dann sag mir, wo sie sind. Ja, hier überall, der ganze Korridor voll. Schau doch einmal auf die Map. Hier war gerade ein einziger Typ, ist noch ein zweiter gespawnt, ist neben ihm. Die standen alle schon da! Du warst da hinten, der Korridor war komplett voll mit Gegnern! Okay, werde ich das sehen. Dann wie dir. Er ist immer noch voll mit Gegnern, sind immer noch drei Stück. Ah, okay, ich flieg schon mal durch die Gegend. Sei nicht so blöd und schau gefälligst mal auf die Map! Kann mir wohl nicht sagen, dass du das nie machst! Achso, warum gehst du durch die Schleuse ohne mich? Darf ich das nicht? Nein. Ich bin bereit! Man bei Hier wäre ein Medikit. Von der Seite aus an! Ja. Bist du denn jetzt überhaupt schon wieder hier? Bin irgendwo runtergehüpft und bin beinahe gestorben. Ah ja. Oh mein Gott, man darf sich nicht drehen, während man fliegt. Man fliegt dann woanders hin. So logisch, wie das aufklingt. Schild aktiviert! Ich hab's versucht! Ja, das ist der Wartungsbereich direkt vor mir. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass hier überall wieder Gegner sind. Dann kümmere dich um sie, ich kümmere mich um die Quest. Nein! Bist du nicht? Ich habe ein weiteres blaues Sprungbett gefunden. Oh, hier kann man reingehen. Oh, okay, du schaffst es vielleicht noch. Ich suche jetzt nicht danach. Naja, mir fehlen ja mehr die blauen, weil das war jetzt nur das dritte. So, ich glaube, ich habe 8 oder 9 grüne und 5 oder 6 blaue. Ich habe aber keinen Bock, danach zu suchen. Kann jetzt auch irgendwann einen Guide davon anschauen, einfach in jedes hinkaufen. Ja, ach, die Route mache ich jetzt aber nicht. Okay, Leertaste einfach gedrückt halten ist nicht unbedingt die schlauste Idee. Badass Boiles gespawnt. Ich würde gerne mal wissen, wo genau ich überhaupt zu dir hinkomme. Ja, das riesige Gebäude, wo Maintenance draufsteht. Ich habe gerade gefragt, wie ich zu dir hinkomme und dann sagst du den Namen des Gebäudes. Okay. Ja, du musst einfach nur geradeaus durchfliegen. Richtung, da in die Richtung, wo ich bin.
Ich verstehe das Problem nicht. Ja, ich kann kilometerweit frei fliegen. Dennis, wir waren hier gerade eben erst vor 10 Minuten. Ich kann kilometerweit frei fliegen. Also ich habe nur ein Sprungbrett gebraucht. Ja, aber da braucht man ja eigentlich auch das Richtige. Obwohl man sagen muss, ich bin Jobs irgendwie von einem anderen auch hingekriegt. Wo ist der Knopf? Ah, da. Hä? Das ist auf der anderen Seite? Okay, oh Gott. Dieses offene Geländer beschützt ihn. Das wird Schwachsinn. Zurück ins Gefecht! Tatsache, dass er brennt doch jetzt zu Tode. Ach, endlich. Na, jedenfalls hoffe ich, dass du bald herfindest. Willst du mich gerade verarschen? Nein, du beschwerst dich nur wieder, dass ich noch nicht alle Gegner getötet habe. Nein. Aber so schnell bin ich nicht. Dieser Badass Boyle ist echt. Ich beschwere mich gerade darüber, dass du nicht bemerkt hast, dass ich dich gerade wiederbelebt habe. Hast du nicht, ich habe Gegner getötet. Dir ist schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Diese Wiederbelebungsleiste, die siehst du doch auch. Willst du mir jetzt wirklich sagen, dir ist das nicht aufgefallen? Aktiviert. Atmosphärensicherung online. Nicht den Knopf. Also, Mama, bist du echt blöd. Du hast den falschen Knopf gedrückt, der hat sich beschwert. Und du hast übrigens wieder die ganzen Gegner hinterlassen. In deinem Raum ist keiner mehr. Ja, schau mal auf die Map. Ja, die sind doch alle in meinem Raum. Nein. Nicht ganz. Zumindest, glaube ich, 4 Stück, die in dem Raum davor sind. Portal Override abgebrochen. System wird zurückgesetzt. Hä? Muss ich jetzt nochmal drücken oder wie jetzt? Hä? Dennis, es kommt auf die Reihenfolge an und ich habe nicht zugehört, also kann ich dir nicht helfen. Ich hab die Quest ja schon einmal neu annehmen müssen. Portal Override abgebrochen. System wird zurückgesetzt. Gescheitert. Ich weiß nicht, was man machen muss. Dir ist schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Was? Sag mir bitte was. Wir haben hier 4 Dinger. Ja, die müssen wir in der Reihenfolge aktivieren, oder wie? Aktiviere den Sicherungstimer. Hier steht Sicherungstimer. Achso, da steht. Nicht den drücken, sondern den anderen jetzt. Atmosphärensicherung online. Versiegle die Türen. Hier. Öffne die Zugangsportale. Ja, also hier steht System Scan. Portale öffnen steht da bei mir, aber auch gut. Zugangsportale öffnen sich. Passt. Ach so, ich dachte, das steht halt hier auf der Konsole und nicht irgendwo anders. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sicherung aktiviert. Es gibt ein Zeitlimit für die Erledigung Ihrer Aufgabe. Scheiße. Beeil dich. Um manuell Override abzuschließen. Jetzt aktiviere die Arbeiterbots, damit sie dich in den Quarantänebereich bringen können. Das geschafft, gerade so. Nein, wir müssen oben lang, steht doch da. Auch, ja, der Knopf. Übrigens, ich hab Mondmeister Achievement. Hast du das versehentlich richtig gemacht? Hat ja auch lang genug gedauert. Der Arbeiterbot wird dir den Zugang zur Quarantänezone öffnen. Du musst dann hinein und berichten, was du gesehen hast. Okay, wir müssen hier runter. Kann ich nicht sehen, ehrlich gesagt. Okay, dann. Jetzt setz deinen Kadaver Richtung Quarantänezone in Bewegung. Die Arbeiterbots bringen dich hinein. Wo ist er? Welche Richtung? Hier gibt's was für die Gesundheit! Weil hier kommt nicht durch, oder? Wenn du mir den mal mehr anschaust, glaube nicht, dass das hier richtig ist. Ja, ich gehe jetzt gerade die Richtung, die zum Ziel führt. Ja, kommt man da mal durch? Ja, ja, klar kommt man hier durch. Ja, aber das ist doch. Also schau dir mal die Map an. Da wo du gerade durchgelaufen bist, das war auf der Map nicht. Naja, da war auf der Map, laut der Map, gar nichts. Also, da ist auch nichts dazwischen. So, drück den Knopf. Das andere hätte aber auch funktioniert. Guck mal, hier ist eine Tür, die versperrt ist. Ach so, okay. Hä, 1 von 5 Booten. Okay.
Ja, man kann wohl 5 davon aktivieren. Jetzt hinein und zeig mir, dass das hier keine spektakuläre Zeitverschwendung war. Entferne die Quarantäneabriegelung. Okay, oh. Der Kasten wurde jetzt weggetan. Achtung, Sie betreten die kontaminierte Zone. Joa. Mein Wurm ist voll von Seelen! Diese Arbeitnehmer haben seit Wochen nur Sauerstoff verbraucht und Betriebsrentenansprüche angehäuft. Töte sie! Mein Gott. Ja, nicht alle, die bei der Filmen arbeiten, Arschlöcher. Nein. Nicht alle. Aber der Vorstand. Ja, das würde ich schon sagen. Ich denke, das kann man so lassen. Was mich wundern würde, wenn es bei den anderen Waffenfirmen auch so wäre. Wir müssen den einen Infizierten noch töten. Ich hab einen Querschläger gespielt. Oh, du lebst noch? Gut. Sei ein braver kleiner Knöpfe drückender Automat und heb die Absperrung auf. Wird erledigt. Ich glaube, wir sind noch Gegner. Demnächst habe ich noch mehr Arbeit für dich, falls du nicht vorher an deiner eigenen Spucke erstickst. Übrigens, einer der Arbeiter schien mir weniger mordlüstern als der Rest. Red doch mal mit ihm, vielleicht schneidet er dir sogar die Kehle durch. Wäre doch lustig. Okay. Die Arbeit geht nie aus. Ich habe die Infektion für Mrs. Sabaton freigesetzt. Sie sagte mir, ich müsste das alles stoppen und die Kammer schützen. Es tut mir schrecklich leid. Du musst ein paar Freunde von mir retten. Friere sie ein. Friere die Infektion ein und bring sie her. Okay. Ich habe ein Freezy Easy für dich. Das kann ich dir leihen. Nimm. Okay. Dann nehmen wir den mal. Ist eine Questwaffe, aber ich werde meine Pistole nehmen. Ich führe dich zu meinen Freunden. Ich habe sie eingesperrt, bis ich sie verbessern konnte. Verbessern! Der Typ kann aber springen. Naja, wir sollen sie retten. Ich benutze die Questwaffe, die macht nämlich fast keinen Schaden. Vereisen, um sie zu retten, nicht schießen, um sie zu verletzen. Oh nein, zersplittert. Nimm die Trümmer, damit ich sie ehren kann. Ich werde sie so sehr ehren. Schild in Aktion. Nicht die normale Munition. Friere sie ein. Ich friere doch ein. Gut, sie sind jetzt nicht mehr infiziert und eines glorreichen Tages kann ich sie vielleicht wieder zusammensetzen. Mach weiter. Ja, gut, dann friere du mal. Danach frieren wir. Sie sterben trotzdem alle. Die Infektion schwächt die Knochen. So traurig. Erstens wurdest du nicht so geboren. Ich konnte nicht mal Heimer spielen, ohne mir was zu brechen. Und dann schlau von dir zuzustimmen! Tiefgekühlt! Sabaton sagt, ihre Infektion würde das Universum retten, aber ich sehe nur wahnsinnige und zersplitternde Fleischbrocken! Hört sich an wie eine Rockband. Traurig! Bring die Trümmer her, damit ich meine gefallenen Freunde ehren kann, indem ich ein Iglu aus ihnen baue! Ja, Idee. Zurück in den... Nur gefroren können sie überleben. Du warst nicht schnell genug, glaube ich. Ja, das war ich. Ja, danke, dass du mir meine Freunde gebracht hast. Freundschaft, wichtig! Vielen Dank. Es wird Zeit, die Infektion endgültig auszurotten. Der Irrsinn kam von dem Ungeziefer. Parasiten hausen in unserem Fleisch, wuseln in unserem Hirn. Du musst die Infektion ausrotten. Dring in den Ungezieferbau ein und lass es knallen. Lass die Viecher aufplatzen. Die Waffe wurde geupgradet. Jetzt macht sie Schaden. Die ist jetzt cool geworden. Du musst sein Echos finden. Oh Gott, nein. Das kann natürlich eine Weile dauern. Freie
Au! Okay, also hier wird es weitergehen. Ist hier in dem Bereich noch irgendwo was? Medikit! Ja, aber random rum die Dinger. Ich sehe noch kein Echo. Ja, ich hoffe, dass die auf dem Weg liegen. Man einfach nur genau hingucken muss. Ich sehe sie! Ungeziefer! Töte sie! Die Gehirne dürfen nicht verungeziefern! So, stopp die Infektion! Lass die Pestilenz platzen! Ist ja schon krass, dass der Typ einfach so gelebt hat. Kugel nur kitzeln! Muss mit Händen machen! Matsch! Kann man was drehen? Platz! Fühle die Säfte! So schmackhaft! Der ist wie Gollum. Er ist wie wer? Gollum. Lass sie knallen! Lass sie aufplatzen, dass es nur so spritzt! Setz deine Arschbombe ein! Meine Arschbombe. Klappt nicht! Es klappt nicht! Seh die Brise! Spür den Regenbogen! Vergib ihr niemals! Lüfte die Luft! Sie ist schuld, Ehrenwort. Sie schnaufen, keuchen zwischen meinen Ohren. Nicht! Lass die Infektion nicht länger atmen! Das reicht. Du hast die Infektion gestoppt oder so. Komm zurück! Ich glaube nicht, dass wir irgendwas erreicht haben, aber gut. Aber... Ist dir nicht gut? Mir ist so seltsam. Köstlich, köstlich! Dennis, du siehst nicht normal aus. Tu ich nicht? Warte mal, da würde ich mich dich gerne auch anschauen. Okay, ich sehe keinen Unterschied. Aber schau mal an deinen Bildschirm ran, hast du da auch so rote Flecken? Nein. Echt jetzt? Besser mit Butter, hieß der Typ gerade. Einer von uns. Ich glaube, wir sind bald nicht mehr bei Phantom. Das war alles nur Verarsche. Ich esse für mein Leben gern Menschenfleisch. Ein Jammer, dass ihr nicht noch länger in der Marinade liegen konntet. Ihr wärt noch viel leckerer gewesen. Ja! Er hat uns also verarscht. Was für ein Sack. Er ist eisresistent, hat er gesagt. Los, Wilhelm, wir rücken vor. Ja, komm tiefer rein. Hol mich doch, du Fleischklops. Aber noch geht nicht lang. Hm.
Echos verwirrt? Haben wir alle Echos übersehen, oder wie? Sie werden dein Gehirn fressen und dann werde ich dich fressen. Folge mir in die Höhle des Wahnsinns, wenn du dich traust. Nein! Mein wohldurchdachter Plan! Bereit zum Kampf! Wir haben anscheinend alle Echos übersehen. War ja nicht weiter schwierig. Hast du jeden Müllhaufen aufgeschossen? Hast du alle Kisten geöffnet? Ich habe eigentlich schon alles geöffnet. Den Müllhaufen, kann man die aufschießen? Oh, okay, das wusste ich nicht, aber... Ich glaube eigentlich nicht, dass mit sowas Items versteckt, also solche Dinge versteckt sein können. Ich dachte, das hatten sie schon mal gemacht. Daran hätte man wahrscheinlich schon vorher erkennen können, dass er böse ist. Wenn man die sich alle eingesammelt. Hier ist das erste Echo. Oder es ist zumindest ein Echo. Nein, das ist durch meinen Kopf, befiehlt dem Körper, doch wer dient wem? Hm, sie hat mich jedenfalls mit einem Fleisch bedient. Okay. Wie sieht es mit Quests aus? Das ist Story, da können wir die hier noch abgeben. Wir müssen jetzt ernsthaft da raushüpfen. Also wir müssen wieder raus. Das können wir ja, denke ich, mal hier machen. Ja, dann mach mal. Okay, okay, dann mach ich es halt alleine, wenn du hier kommst. Vorsicht, Eintritt ins Vakuum. Der war ja, genau. Was ist das? Ah ja, noch eine Nummer. 9 von 10. Muss nur noch einen Grün finden. Kontakt, leichte Beute! Oh, wir sind ja schon wieder hier. Nichts bringt es, mein Schild! Herausforderung fertig stand bei mir da. Das war der letzte bei mir. Was denn eingefunden habe? Weiß ich nicht. Es fehlen jedenfalls noch blaue. Ja, den hier hatte ich schon. Da unten ist ein grüner, aber mit dem war ich, glaube ich, schon. Hyperion greift an! Das war. Ach, bei dem war ich noch nicht. Okay, dann habe ich die Ausforderung jetzt beendet. Hier fällt man durch, das ist nicht fair. Flieg bitte zum Ausgang. Okay, das war ein blauen, den ich noch nicht hatte. Naja, im Singleplayer könnte man einfach speichern und beenden und man wäre am Ausgang, aber. Ach was, nee, so macht man das doch nicht. Ah, da wo ich gespawnt bin, bin ich kurz vorm Ausgang. Ich bring uns raus. Ich geb dir Deckung, Wilhelm. Fehlt dir noch ein Grüner? Hast du den... Ich habe den letzten Grün jetzt erwischt. Okay, ich spring gerade bei Blau und ich habe jetzt 6 Blaue. Mal, dass ich den anderen Blauen auf der Plattform auch noch nicht habe, wenn ich da nochmal hinkäme. Naja. Man kann ziemlich gut sogar manipulieren, wie man aus den Sprungplätzen rausfliegt. Ja, genau, den hatte ich auch noch nicht. Jetzt habe ich 7. Oh, ich habe noch einen Roboter gefunden. Bei mir steht jetzt 2 von 5. Genau. Oh, ich bin wieder voll. Ich kann mir vorstellen, dass ich das dann noch nicht habe. Irgendwo. Ah, hier ist auch so ein Schiff. Ich frage mich, ob die erst jetzt überhaupt da sind. Ach, das glaube ich nicht. Achso, du. Ja, okay, doch, nach der Hauptquest vielleicht das schon. Ich meine, wir haben einen innerhalb der Quest eigentlich gesehen, deswegen. Unterdrückungsfeuer!
dass du nicht willst, dass ich jetzt wegreise. Ich meine, ich hätte selber unterbrechen können. So. Okay, dann hoffe liegt die Unterscheidung bei dir. Ich schaue mich noch um, aber ich finde jetzt gerade auf weißem Blick nichts. Naja, ich würde aber sagen, wir machen das im nächsten Part weiter. Oder willst du irgendwas noch abgeben? Das könnten wir vielleicht noch. Wir sind halt schon bei 25 Minuten. Das ist auf jeden Fall der letzte Part des Abends. Okay. Renn ich richtig? Ich hoffe es. Einfach in Jacks Büro. Wie, wenn wir in Jacks Büro müssen, wenn wir uns da nicht hin teleportieren können? Verteidige und schütze! Wie denn? Das war eine Tür, Dennis. Keine Schnellreise, sondern Tür. Und auf der Map zeigt er uns jetzt zwei Sachen an. Jacks Büro oder die Schnellreise. Und im Büro gibt es auch eine Schnellreise, die schneller da ist, als bis zur Schnellreise zu rennen. Also selbst wenn wir... Okay, wir sind sowieso hier richtig. Ja genau, das ist Jacks Büro. Beeindruckend, wie der Künstler das Potenzial dieses Mediums voll ausschöpft. Ah. Die Infektion scheint es wirklich zu geben. Und sie hat die... Hallo, Idiot! Einer meiner Lakaien hatte eine Idee, die ich mir unter den Nagel reiße. Du musst mir ein paar Laserbohrer besorgen, ein Steuerungsinterface und ein Sensor-Array. Frag nicht warum. Akzeptiere einfach, dass ich heller bin als du und weiß, was ich tue. Ab zu den Adern von Helios, dort geht's los. Zwei weitere Quests dort, wo wir durch die Gegend hüpfen müssen. Wieso arbeiten wir überhaupt für den Typen? Na, er ist eigentlich... Ja, egal, wir sind Söldner. Ah, ja. Und er bezahlt uns gut. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.